scheppeln. Herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 1 mit dem Ameisenkönig. Wir sind hier auf Terum, um die Tochter vom Matriarchen Benezia zu retten. Nur leider bin ich hier jetzt schon so oft abgenippelt. Wieso wollt ihr wissen? Weil dort hinten wieder der dreckige Scharfschütze auf mich wartet. Beweg dich dahin und Rex... Ach, keine Ahnung. Wir sollten alle erstmal in Deckung gehen. In Deckung gehen, Mädel, habe ich hier gesagt. Und Position halten. Olle! Ja, genau, aber die ist doch da. Ah, komplett verwundbar. Also, wir sind hier auf Terum, ja. Und die Gegner greifen an wie so Bekloppte. Wollen mich echt verarschen. Außerdem hat einer in den ersten Folgen geschrieben, warum ich denn kein Sturmgewehr benutzen würde. Ich würde es euch mal gerne mal präsentieren, auch wenn ich jetzt gerade in einer sehr beklemmenden Situation bin. Aber wenn ich versuche, mit dem Ding zu zielen, treffe ich gar nichts. Rein gar nichts. So ziele ich schon, ne? Ich halte rechte Maustaste gedrückt. Wow, treffe ich gut. Und mit dem Scharfschützengewehr kann ich nicht durchgucken. Weil ich einfach damit nicht ausgerüstet bin. Nee, nicht ausgebildet bin an dem Teil. So, ich benutze mal Adrenalinschub, während Tali Sabotage benutzen kann. Jawohl. Ja, Adrenalinschub gibt richtig. Oh Mann. Yeah, Stufe aufgestiegen. Aber wenn ich mich dorthin bewege, dann kommt sofort der Scharfschütze an und will mich richtig vergewaltigen mit seinem Gewehr. Der penetriert mich mit seinen Kugeln. Da oben ist einer. Da ist aber auch einer. Verdammt nochmal. Da, das ist er, der mit dem roten Laserpointer. Und dann werde ich auch noch blind, wenn er mir ins Auge zielt. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Also glaube ich jedenfalls. Los, Leute, vorwärts. Nehmen wir jetzt hier die Schrot. Okay, die Schrot bringt mir jetzt auch nicht viel. Achtung, Achtung. Ah, da oben sind schon welche. Ah ja, jetzt machen sie wieder ihre Schilde hoch. Wir sind Luschis. Na, verdammt. Meine Schilde sind außerdem ziemlich gering. Ich meine, im Gegensatz zu Rex und Tali sind meine Schilde haben nur einen blauen Balken da. Seht ihr das? Jetzt sind sie wieder aktiv. Trotzdem finde ich irgendwie ein bisschen fies. Weiß die überhaupt, dass sie die Geth hier überhaupt angreifen? Diese, wie ist sie nochmal, Liara, die wir hier retten sollen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, wir müssen jetzt hier hoch und dann dorthin, okay. Dort müsste das Ausgrabungslager sein, denn sie ist eine Forscherin der Proteaner. Die hier anscheinend irgendwelche Sachen hatten, keine Ahnung. Neben der Lava hatten die ja auch, neben den erholsamen Lavaseen, sehen sie auch auf der linken Seite ein Erholungszentrum für Proteaner, so 1 Million Jahre alt. Und dort, oh, dürfte sich was befinden. Ihr seht schon irgendwelche Gebilde, wo die anscheinend, kann ich ja mal speichern. Ach, F6 ist das hier, okay. Ist das nicht immer auf F5? Keine Ahnung, egal. Anscheinend hatten die hier was. Und Liara ist halt die Tochter von der Verbündeten von Saren, unserem abtrünnigen Spectre, der sich mit den Geth hier verbündet hat. Aber wieso sollte er die Tochter seiner Begleitung töten? Ich meine, wenn ihr irgendwie mit einer Frau zusammen seid und die aus einer anderen Ehe ein Kind hat, dann tötet ihr das doch nicht, oder? Oder doch? Okay, wir wissen ja auch nicht, ob die zusammen sind. Zusammen. Nicht zusammen, sondern zusammen. Wie die Bäuern des Sorgen. Ach du heilige Plasmaleitung, Leute, sofort in Deckung. Wo auch immer. Deckung suchen wäre dann, glaube ich, irgendwie... Oh Gott, keine Ahnung. Blockiert, unser Radar ist sogar blockiert gerade. Ich würde sagen, Rex geht erstmal dorthin und halt die Position. Ne, erstmal dorthin gehen, so. Ich verziehe mich nach da. Und Tali, weiß ich nicht, Tali überlasse ich erstmal ihrem Schicksal. Ah! Wie ein kleines Mädchen muss ich mich erstmal hier retten.
Okay, wir haben jetzt hier einen Gate-Frontkämpfer, dort hinten einen Kämpfläufer. Wieso habe ich den Marco nicht mitgenommen? Wenn der Marco doch nur fliegen könnte, dann hätte ich jetzt diese komische Spalte dort, wo wir den haben zurücklassen müssen. Ja. Hätten wir den da mitnehmen können? Ich würde sagen, ich benutze erstmal Warp. Nee. Irgendetwas, was die Schilde hier runtersetzt. Schildboost. Ah ja, verdammt. Wieso hat Kantali hier nichts machen? Okay. Die Musik ist gerade ziemlich beängstigend. Deswegen benutze ich erstmal Werfen. Zack. Und wähle meine Schrot aus. Ach du heilige, Tali ist schon tot. Was soll ich denn jetzt machen? Mach mal irgendwas. Junge. Zack. Jawohl. Und dieser springenden geht, was geht, Geist. Oh ja, übrigens sind das ja synthetische Lebewesen, habt ihr mir gesagt. Da ich ja so viele Folgen aufgenommen habe, sage ich erst jetzt was dazu. Habt ihr ja schon bei Eden Prime geschrieben. Das sind keine Droiden, das sind synthetische Lebewesen. Und ja, ich weiß es, ich meinte nur so, wir brauchen mal kurz eine Beschreibung dafür und ich fand nur Droiden besser als Maschinen, nee, Roboter, meinte ich damals. Alter, der dreckigen Geister, was mache ich jetzt mit denen? Also, wir müssten irgendwie Tali wiederbeleben. Hey, wieso bin ich grün? Bin ich vergiftet oder sowas? Ich heile uns mal. Tali kann ich erst wiederbeleben, wenn... Barriere, Junge. Mach ich mal auch. Wenn wir aus dem Kampf raus sind. Zack. Zack. Nein. Ich mach Warp hier. Oh, verdammt nochmal. Das war ja ziemlich knapp. Und wieso benutzt Rex immer noch den Lancer? Er soll die Pistole nehmen, dieser Bock. Störrische Bock. Und Angriff, Junge. Aber die sind viel zu schnell. Ich kann gar nichts machen. Ich glaube, ich sollte auch mal auf meine Pistole zurückgreifen. Aber der Kampfläufer, der will mich gleich richtig derbe am Arsch haben, mit Sicherheit. Heilen und schnell. Nein! Wie ist das denn jetzt passiert? Alter, hat der Kampfläufer mich direkt getroffen, oder was? Ey, ich glaube, es hackt. Holy moly. Holy macaroni. Aber das scheint echt ein Kampf der Superlativen zu sein. Ey, jetzt kann ich das nicht überspringen. Also, was ich hasse, es sind Spiele, wo man Sequenzen nicht überspringen kann. Falls man davor gestorben, nee, danach gestorben ist und wieder davor zurückgesetzt wird. Also, ehrlich. Und wieso haben wir eigentlich alle Sturmgewehre? Wir tragen gar nicht. Können die nicht alle benutzen? Keiner von uns kann ein Sturmgewehr benutzen, außer vielleicht Rex, aber da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, das sollte ich... Eigentlich, wow, der zielt, hier irgendwer zielt schon auf mich. Soll ich mal kurz abchecken? Doch, Rex kann ein Sturmgewehr benutzen. Ach du heiliges Kanonenrohr. Nee, heilige Plasmaleitung, wusste ich gar nicht. Okay, aber ich kann keine. Schrotflinte bin ich jetzt nicht so geil drin, aber Pistole auf jeden Fall. Wow. Und Tali? Nee, die kann auch nur Pistole, ne? Jetzt aber ganz schnell hier verstecken, Leute. Irgendwie am besten dorthin. Und ne, Rex sollte dorthin. Und Tali sollte sich dort verstecken. Tali hier. Und ich bin erstmal hier. Wow. Krasse Sache, ey. Was? Sind die schon alle... Ach, hier oben ist einer, ja. Auf den alle zielen. Los, schnell. Während ich mir hier irgendwas verpasse, was kann ich dann machen? Schütze, genau. Aber ich muss erstmal an die Seite kommen. Jawohl. Aber nicht zu lange, weil sonst der Kampfläufer mich wieder hier abballert. So, was könnt ihr denn machen? Was, Tali? Wieso kann Tali wieder nichts benutzen? Oh Gott. Useless seid ihr alle. Nein, nicht schon wieder. Was ist das denn? Ich guck einmal um die Ecke und schon bin ich tot. Oh Gott, wie habe ich denn das geschafft damals bei meinem ersten Let's Play? Leute, klärt mich bitte auf. Und ich... Ich renne auch direkt in die Sequenz rein. Ich will mich eigentlich hier nochmal verziehen. Hinter die letzte Kiste, da verstecke ich mich jetzt. Da, seht ihr das da? Unten die Kiste, meinte ich. Und wieso kann ich das nicht überspringen? Leute, wenn ihr mal Programmierer werdet von Spielen, jede Sequenz möchte ich überspringen können. Auch wenn ich es nicht machen werde, immer. Aber jetzt, an dieser Stelle, wäre es klug. Sehr klug. So, verdammt nochmal. Also,
Ich glaube, Rex geht mal jetzt hier hin. Tali geht dahin. Und ich verpiesel mich nach ganz hinten. Aus dem Weg. Lasst mich. Da versteckt hier auch einer. Die sind ja vielleicht hinter Fotzig. Okay, wie wär's mal mit einem Schildboost für Tali? Kann sie das nicht? Doch. Klar. Und ich greife jetzt den da an. Und die Geister ja auf jeden Fall. Die ja mal mega fix sind. Aber trotzdem mega nerven. Ich sehe natürlich jetzt gar nicht, was jetzt so abgeht, aber... Und ach, was ist, macht der denn hier? Ach, du Heiliges. Wow. Junge, was machst du denn hier? Wie kommt der denn hier hin, Leute? Also bitte, das geht. Heiliges Kanonenrohr. Schildboost kann Rex mal gerne machen. Genau wie ich, eine Barriere immer aufbauen. Genau, aus dieser Position kann ich gut angreifen. Jawohl. So, Schütze jetzt schnell. Nein, nein, nicht schon wieder. Also ich schneide das extra nicht raus, weil ich euch zeigen möchte, wie alte Spiele programmiert sind. Nämlich richtig hinter Fo. Hinter Fofo. Hinter, ihr wisst schon. Aber diese Position fand ich gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich werde das wieder so beibehalten. Aber diesmal, wieso kann ich das nicht sehen? Ich glaube, ich sollte von rechts angreifen. Immer von rechts. Weil meine Kamera ist ja so, dass ich... Warte, das zeige ich euch mal ganz kurz. Ich glaube, das ist das Problem. Wartet mal. Ja, ich weiß, ob ihr jetzt auch mit eurem dicken, synthetischen Lebewesen jetzt hier auftaucht und mal mega ein auf, wir haben dicke Eier und sind Droiden. Oder synthetische Lebewesen macht, aber trotzdem finde ich das nicht so geil. So, Tali, du gehst verdammt nochmal dahin und wechselst dorthin. So, da ich hier, hier meine Position ist ja hier links, immer wenn ich irgendwie hier im Spiel bin, ne? Na, ich gucke ja von links und jetzt, so wäre es, ah ja, gut, ist schwer zu erklären, aber... Ich glaube, die Kameraposition hat was damit zu tun, dass ich... Der schleicht sich schon wieder hier hinter mir, hinter allen her, ey. Zack. Ich achte jetzt einfach darauf, dass der Kampfläufer mich jetzt nicht trifft. Euer Tali ist schon tot. Boah, ihr seid ja echt präzise. Echt geil seid ihr. Hammerhart. So. Hier oben ist auch noch einer, aber... Wo zieht der denn hin? Ach du Heiliges, hier sind die ja überall. Schnell, Rex, mach mal irgendwas. Greif die mal an hier. Ich helfe dir natürlich. Solange der Kampfläufer mich nicht anvisieren kann von hier hin. Nein! Was ist das denn jetzt schon wieder? Also, ehrlich, nee. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mich trifft. Ich weiß nicht, was mich trifft. Also, so gern ich Mass Effect auch liebe, ich liebe es gerne, ja, nein, so gerne ich Mass Effect auch habe, aber das ist mal echt eine Hurerei hier. Ohne Quatsch. Ich glaube, ich sollte mal erst einmal hier alle heilen und einfach warten, bis mein Medigel wieder hier bereit ist. Leute, ey. Genau, ich schicke die doch schon, ich schicke die jetzt schon dort hinten hin. Tali, dahin und Rex dahin. Geile Methode, ne? Aha. So, ihr versteckt euch dort hinten, ja? Macht ihr das auch schön? Wunderbar. Und jetzt Position halten. Ganz genau, sie machen es. Position halten. Ha, es funktioniert. Ja, geil. Also jetzt müssen wir noch... Unten links ist ja, wird ja immer angezeigt, wie lange mein Medigel jetzt noch braucht, um es wieder aktivieren zu können, benutzen zu können. Deswegen... Ah ja, das reicht jetzt schon mal. Okay. So, noch einmal. Ein einziges, ein letztes Mal. Diese Sequenz werdet ihr jetzt zum letzten Mal sehen. Guckt sie euch genau an. Nachher werdet ihr sie vermissen. Ja, ich weiß, du hast so einen richtig geilen Körper. Du kannst springen, wohin du willst. Siehst aus wie ein Frosch, ist ja schon ganz cool und so. Und... Ja, ihr könnt schon geil auf dem Boden aufstampfen. Ja, das mache ich auch immer gerne. Sehr gerne. Also diese Folge ist ja echt komplett... Was ist das denn? Was habt ihr jetzt gemacht mit meiner Einstellung? Oh, die standen hier so geil, ey. Leute. Schnell weg hier. Boah, ich werde jetzt direkt wieder niedergemetzelt, ey. Da oben ist ja auch schon einer. Weg mit dir. Müssen auch... Ach, Tali ist schon wieder tot. Tali, was macht ihr eigentlich? Kümmert ihr sich überhaupt darum, dass wir hier eine Mission haben oder sowas? Check ich gar nicht.
glaube, die Geister sind auch hammerharte Scharfschützen, glaube ich. Nein, wow, wow, wow. Die schießen mich nämlich echt immer tot hier. Ach, und jetzt ist Rex auch tot. Ja, geil, ey. So werde ich das auf jeden Fall schaffen. Ich krieg jetzt wahrscheinlich Angstzustände, wenn... Nein! Heilen und... Ach du Heilige. Der hat ja auch eine Kanone. Wo ist das Vieh hin? Schieß das doch tot. Wieso kann ich nicht schießen? Oh Mann, ey. Okay, jetzt bin ich hier ganz alleine. Ich kann mir nicht ein, weil mein Medigill weg ist. Also sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bin der Ameisenkönig. Wir spielen Mass Effect 1. Wenn euch diese komplett trottelige Folge von mir gefallen hat, drückt auf Gefällt mir unter dem Video. Oh Mann, ey. Heilige Plasmaleitung. Ja, dann würde ich sagen... Ach du Kacke, er kommt auf mich zu. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.